Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Harvest Moon One World. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallihallo nochmal und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon. Ich weiß noch nicht, wie das bei euch angekommen ist, weil ich hier gerade erstmal so lange aufnehmen will, bis ich sicher bin, dass ich gespeichert habe. Der Doktor wollte jetzt was von uns. Gleich wirst du Zeuge der Geschichte, Shining. Welcher Geschichte? Also gut, nimm diesen Stresshelfer und quetsche ihn so fest du kannst. Mach dich bereit zu staunen. Ich quetsche. Ich zerquetsche es. Quetschi, quetschi. Okay. Zimsam kabam. Damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Ich nenne es die Expando-Farm. Jetzt kannst du immer und überall eine Farm errichten. Okay, das ist auf jeden Fall ein neues Feature. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten. Moment mal, wenn man jetzt aber da Tiere in den Stall tun würde und die werden dann auf einmal so klein gemacht, tut das nicht höllisch weh für die? Also, das muss doch schmerzhaft sein. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten. Komm her und lass mich dir deine neue hochmoderne Expando-Farm vorführen. Das ist die Energiequelle deiner Farm. Ich nenne ihn Pünktchen. Hallo, ich... Warte mal. Hallo, ich bin Pünktchen. Schön, dich kennen zu lernen. Piep. Fütter ihn, um Energie für deine Farm herzustellen. Füttere mich sofort. Ich verhungere gleich. Ist ja schon gut, nur zuschauen. Fütter ihn damit. Mit einer Kartoffel? Komm, mit einer Kartoffel. Nicht schon wieder Kartoffeln. Genug Gejammer, wir sitzen alle im selben Boot. Na gut. Wahrscheinlich nehmen und einfach reinschmeißen. Dann arbeite ich wohl ein bisschen. So, jetzt hast du ein bisschen Energie. Machen wir uns also an die Arbeit. Hör gut zu, Shining. Das hier ist eine mobile Farm. Denk dran, sie braucht stets Energie, um zu funktionieren. Okay. Nein, so kannst du das nicht bewegen. Versuch schon mal, Fünkchen ins Knopf zu drücken, Shining. Da verstehst du, was ich meine. Wenn die Energie voll aufgeladen ist, kann ich die Farm speichern. Und dann habe ich wieder dieses Stressbällchen, oder wie? Siehst du das? Ein so großes Gebäude passt jetzt in deine Hand. Ganz einfach, oder? Du musst jedoch beim Aufbau ein paar Bedingungen einhalten. Du brauchst ausreichend Platz, um die Farm an einem Ort mit etwas fruchtbarem Land aufzustellen. Also ich kann mir entscheiden, wo ich wohne. Fruchtbares Land ist ertragreicher Boden, auf dem die Menschen vor langer Zeit erlebten. Wenn du fruchtbares Land findest, aktiviere Fünkchen und errichte deine Farm. Okay. Du weißt nicht, wo du einen Ort findest, um deine Farm aufzubauen? Kein Grund zur Sorge. Fünkchen zeigt dir Orte, an denen du deine Farm aufbauen kannst, wenn du an ihm vorbeikommst. Mach dir deswegen keine Sorgen. Das lernst du schon, wenn es soweit ist. Ist gut, Grinsebacke. Jetzt kannst du deine Farm jederzeit aufbauen oder einpacken. Such dir nur einen guten Ort, um sie auszuwerfen und dann stehst du nur auf deiner Farm. Also praktisch ja, aber ich stelle mir das immer nur schmerzhaft für die Tiere vor. Ich sehe, du willst sofort aufbrechen, aber du musst dich etwas ausruhen, wie ich nach einer solchen Nachtschicht. Außerdem musst du deiner Mutter Bescheid sagen, oder? Eine Reise? Warte, eine Reise? So plötzlich? Du hast es dir in den Kopf gesetzt, du hast nie aufgegeben, da draußen nach neuem Gemüse zu suchen. Ich verstehe, du wirst mir fehlen, aber da ist etwas, das du tun musst. Du hast meine volle Unterstützung als deine Mutter. Ich wette, dass du jede Menge tolles neues Essen finden wirst. Jo. Und dann ist es an der Zeit, Abendessen zu machen. Vergewissere dich, alles aufzuessen, damit du für morgen gestärkt bist. Die Kartoffeln, die du mir gestern gegeben hast, sind alle verbraucht. Kannst du mir neue besorgen?
Es wäre toll, wenn du neben Kartoffeln etwas anderes zum Essen finden könntest. Es ist in Ordnung, du warst immer fleißig auf der Suche. Ich bin mir sicher, dass du heute etwas anderes zum Essen finden wirst. Ja, wir haben ja gestern was angebaut, ne? Also bei euch ist es nicht gestern. Hey, was ist aus dem Samen geworden, die du gestern gesät hast? Ich bekam kein Auge zu, da ich an sie denken musste. Behalte sie im Auge, lass mich wissen, ob sich was ändert. Minikarte zeigt mir die nähere Umgebung, okay. Zeigt sie mir auch, wenn was fertig ist? Die zeigt mir zumindest ein Aufzeichen. Oh, wir haben schon 12 Uhr nachmittags. Die Rübe ist fertig. Aber ich will mal gucken. Hier hinten. Schade, liegen auch keine neuen Eichen. Aber ich kann mir zumindest einen Eimer füllen. So, dann nehmen wir mal die Rübe mit. Heute gibt's Rübeneintopf. Endlich mal was anderes als die Kartoffelsuppe. Die haben mich schon so satt. Oh, Shining, was ist das? Ich glaub's nicht, du hast neue Nahrung für uns gefunden. Ich habe das gestern angepflanzt. Man nennt es Rübe, sagst du? Verstehe, ich werde versuchen, mir das zu merken. Also gut, dann lass uns jetzt essen. Es wird sicher eine Weile dauern, bevor wir wieder so zusammen essen können. Wie soll ich da oben überhaupt langkommen? Ich frage mich, wie dein mitgebrachtes Gemüse wohl schmeckt. Vor allem, dass du aus dem Gedächtnis heraus weißt, wie du es kochen musst, ohne es je gesehen zu haben. Morgen steht ein großer Tag für dich an. Heute solltest du früh schlafen gehen, damit du für deine Reise fit bist. Endlich ist die Zeit gekommen, dass du alleine aufbrichst. Das ist schon ein Schock. Aber ich bin sicher, dass alles gut gehen wird. Denke mal daran, deine Mutter glaubt an dich immer. So, woher weiß ich jetzt eigentlich, wann gespeichert wurde? Jetzt nicht nur durch die Musik, die im Hintergrund läuft, oder? Oh, ich krieg ein Geschenk noch mit. Was ist denn da drin? Du bist überrascht, nicht wahr? Ich habe deinen Rucksack vergrößert, als du geschlafen hast. Ich fühle ihn mit jeglichem Essen, das du findest. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören, Shiny. Die Anzahl der Artikel, die in deinem Rucksack hat sich erhöht. Handgemachter Rucksack ist neu. Guten Morgen, Shining. Oh, hier ist noch was für dich. Ein Tablet? Dies ist das Dockpad. Es ist ein Farmkonfigurator und eine Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Du verstehst es, wenn du es ausprobierst. Es ist genauso toll wie ich. Gern geschehen. Solange du es verstehst, wie auch immer, stehe voll und ganz hinter dir, Shining. Geh und finde all die Köstlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Oh, bevor ich es vergesse, in deinem Haus kann ich allerhand nette Dinge für dich herstellen. Also denk dran, ab und zu vorbeizukommen. Na dann, gute Reise, Kumpel. Wo soll ich überhaupt lang? Über den Minusknopf öffnen. Ein Kalender finde ich drin. Rucksack, Freundschaft, Aufträge, eine Karte. Da kann ich auch endlich speichern. Und die Einstellungen. Ich habe einen Freund. So, dann nutzen wir die Karte auch mal. Musste kurz weg. Okay. Schnellreise. Kann ich nicht verwenden. Ich muss hier oben irgendwie durch. Warte mal, ist da in meinem Schuppen noch was drin? Ich sag das extra so böse, weil das definitiv kein Schuppen ist. Ach ja, ich habe den Felsen, der den Weg versperrt hat, beiseite geräumt. Jetzt können wir die Welt bereisen. Gehen wir oder wecken wir die Erdgötter wieder zum Leben.
Also dieses Harvest Moon ist mehr so ein Abenteuerspiel. Wenn du einen Erntegeist findest, schenkt er dir Samen. Hängt von den Umständen und Jahreszeit und Datum ab. Erntegeisterliste, siehst du, welche Erntegeister du bis jetzt gefunden hast. Der Standort der Erntegeister, die von der Liste auswählt, wird dir auf der Minikarte angezeigt. Von ihm habe ich jetzt einen Kartoffelsamen gekriegt. Hier kann ich noch nicht runter, weil ich noch keine Steine kaputt machen kann. Hier würde es sich doch lohnen, das Ding aufzubauen. Land, auf dem deine Pfeile erweitern kannst, ist mit einem Fünkchen-Symbol markiert. Okay, an einem Fünkchen-Symbol kann ich A drücken und dann habe ich eine Farm dort. Ja. Veggie! Ist da drin auch ein Bett? Ich habe keinen Hammer, sonst könnte ich den Stein kaputt machen. Ja, mit jeder Aktion nimmt Ausdauer da unten ab, das sind die Herzen, sinkt die auf Null, dann werde ich ohnmächtig und liege dann in meinem Haus. Negative Statuseffekte sorgen dafür, dass die Ausdauer schneller sinkt. Wenn du schläfst, regenerierst du Ausdauer und heißt negative Statuseffekte und das Essen von Feldfrüchten und Griechen stellt Ausdauer wieder her. Habe ich denn schon Tiere da drin? Ja, dass es ein Stall ist, erkennt man. Man kann Tiere kaufen und sie in den Stall aufziehen. Striegelung füttere sie täglich. Man kann sie zum Grasen hinausschicken. Okay, Grasen mindert das Stresslevel der Tiere. Wenn deine Tiere gestresst sind, werden sie krank. Und das ist das, was mich wahrscheinlich aufregen wird innerhalb des Spiels. Wenn ich dann so ein Tier ermecke, warum bist du krank? Oder irgendwas in der Art. Ich habe dich hier noch gesehen. Oh, hallo, schönen guten Tag, Junge. Ich habe dich hier noch nie gesehen, bis auf der Durchreise. Du reist also um die Welt, auf der Suche nach Zutaten, ja? Welch Überraschung. Einen Jungen wie dich zu treffen, ist eine Fügung des Schicksals. Wie wär's, wenn wir ein bisschen übers Geschäft reden? Ich beschaffe Waren, musst du wissen. Ich mache in den verschiedenen Dörfern Geschäfte und agiere als eine Art Mittelsmann. Sag Bescheid, wenn du Interesse hast. Wie schon gesagt, agiere ich als Mittelsmann an den verschiedensten Orten, aber manchmal ist es schwierig, die nötigen Güter zu beschaffen. Wenn du also etwas, was dir in die Hände fällt oder was du übrig hast, in diese Lage tun könntest, das wäre toll. Jeden Morgen um 6 sammle ich die Gegenstände, die du dort ablegst, ein und gebe dir Geld dafür. Ich erhalte die Waren, ja, die erklärt mir jetzt nur, wie das Warensystem funktioniert. Und die nimmt alles und bezahlt auch dafür. Sag mal, dein Haus zu Hause ist mobil, oder? Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Trotzdem werde ich das, was du mir gibst, abholen. Pfadfinder Ehrenwort. Hihi, du hast ganz recht. Wir Hitner spielen in unserer eigenen Liga. Also, bist du an dieser kleinen Partnerschaft interessiert? Na, logisch. Ist ganz einfach, oder? Also haben wir eine Abmachung. Jo. Also gut, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Nun, die Feldfrüchte und Gegenstände, die Versandbox legst, werden sie um 6 Uhr morgens versendet. Und dann kriege ich auch Geld dafür. Man kann die Sachen natürlich auch wieder rausholen. Und nur dafür habe ich jetzt mit der gelabert. Ich habe aber auch nichts, was ich der geben könnte. Auch das Unkraut, was ich gerade gerupft habe. Jetzt sehe ich erst, was das für ein komisches Ding ist. Wollen wir nochmal die anderen Optionen hier gucken? Ich kann in den Rucksack gucken, den Kalender. Diese Woche ist es sonnig. Freundschaften. Ja, Samantha ist jetzt neu. Sie mag Juwelen und hasst Steine. Aufgaben habe ich gerade keine offenbar, weil ich kann da nicht drauf drücken. Ich kann nur die Lautstärke ein bisschen runterschalten. Ich weiß noch nicht, wie gut das jetzt momentan ist. Die Bedienungsanleitung, das wird mir eh alles erklärt. Rekorde. Ah, unsere Farm hat auch eine Stufe. Okay.
Und es gibt ein paar Wettbewerbe. Ich werde aber wahrscheinlich sehr viel bei diesem Spiel offscreen machen. So, ist irgendwas in der Kommode drin? Nein. Nexikon haben wir natürlich auch noch nichts. Aber es gibt offenbar sehr viele Feldfrüchte und Blumen. Wir haben halt legit nichts, ne? Ja. Ah, ich kann auch jetzt auch im Bett speichern. Gut, dann will ich jetzt mal sehen, ob mein Gemüse innerhalb eines Tages wächst. So, Leute, unser Gemüse wächst ja. Ich wässer das jetzt hier. Oh, habe ich offenbar schon. Wir sind bei Tag 3 dieses Jahres. Ich werde jetzt nicht die Nacht einfach skippen. Hier links können wir gar nicht weiter. Ich will einmal kurz gucken, was hier in der Ebene hier oben ist. Hier wird mir eine riesige Ebene angezeigt. Oh, hier ist offenbar Handelshaus. Da könnte ich Tiere und so alles kaufen. Was soll das jetzt mit dem Hund? Also hier gibt's Tiere. Hm, was ist denn shiny? Die Tiere sind so interessant. Diese Tiere sehen nicht ganz so gesund aus, wie die in deinem Buch. Ja, da hast du recht. Was hast du hier zu suchen? Was habe ich getan? Hey, welch furchtbare Gestalt ist da nur aufgetaucht? Verdammt, Benny. Hast du wieder jemanden erschreckt? Aber ich... Entschuldige, Hunde. Die Bellen beißen nicht, das schwöre ich. Und wer bist du genau? Ach nee, ich dachte, ich werde Pixie gerade wieder. Und wer bist du genau? Shining, wie? Ich bin Elia. Und das da drüben ist Benny. Willkommen im bescheidenen Kalison. Entschuldige bitte den Schreck. Auch keine Ursache. Die meisten von uns bewirtschaften das weitläufige Land, in dem unser kleines Dorf liegt. Benny ist Viehzüchter. Aber nicht mal lange, wie es aussieht. Schau dich mal um, die Kühe sind krank und den Ziegen und Hühnern geht es nicht viel besser. So kann es nicht weitergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Nein, Benny, du darfst die Farm nicht aufgeben, hörst du? Das will ich doch gar nicht, Elia. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Och, Benny. Du hast Interesse an den Tieren, wie ich sehe. Du ziehst sie selbst auf, hm? Kannst du sie irgendwo unterbringen? Jo. Wirklich, dann komm mal mit. Okay. Zuerst muss man ihre Boxen säubern. Ist lässig, aber einer muss es ja tun. Immer alles schön sauber halten. Sauberkeit ist das A und O für einen Viehzüchter. Hier, nimm diese Mistgabel. Mit der Heugabe kann man den Stall reinigen. Ein dreckiger Stall steigert den Stress der Tiere. Kompost kann ebenfalls als Dünger für Feldfrüchte verwendet werden. Okay, hier ist was. Zählt das schon als Dünger? Nach dem Saubermachen ist es Zeit zum Füttern. Gib das Futter in die verschiedenen Futtertröge. Befülle einen Futtertrog mit Tierfutter. A-Knopf. Also kein Tierfutter, kannst du ihn nicht befüllen. So, ich hab Tierfutter. Wenn alle Tiere gefüttert ist, müssen sie gebürstet und dann noch gestreichelt werden. Es gehört auch zur Aufgabe eines Viehzüchters, Vertrauen zu seinen Tieren aufzubauen. Nur nicht schludern, hörst du? Streichle oder striegle ein Tier. A-Knopf, okay. Ich hab's gestreichelt. Und ein bisschen gebürstet. Als nächstes zeige ich dir, wie man sich um jede Tierart kümmert. Da werden zunächst die Kühe. Man kann sie melken, um, naja, Milch zu bekommen. Aber nur erwachsene Kühe, versteht sich. Verschiedene Kühe können in unterschiedlichen Intervallen gebolken werden. Also behalte das täglich im Auge. Ich gehe hin. Drücke A.
Habe in ihren Hintern gegriffen und Milch rausgeholt. Ja, so funktioniert das. Also ein wenig scheren. Wenn das Fell der Tiere lang wird, scheren wir sie, um Wolle und dergleichen zu halten. Das Fell wächst bei diesen Tieren unterschiedlich schnell. Schau deshalb jeden Tag nach. Und du kannst natürlich nur die erwachsenen Tiere scheren. Immer schön dran denken. Okay, jetzt kommt ein Schaf. Es wird gestreichelt, gestriegelt und dann geschert. Kein Bedarf, nimm das auch. Du brauchst es für die Tiere. Also das ganze Werkzeug durfte ich jetzt behalten. Also ich habe jetzt all das Zeug für die Viehzucht. Keine Sorge, das sind nur ein paar Ersatzteile. Sobald die Farm außer Betrieb ist, brauche ich sie nicht mehr. Sie werden dir mehr nützen als mir. Mein Dame, du darfst die Farm nie aufgeben. Bis später. Hey, warte mal, Benny. Mach's gut, Shining, man sieht sich. Also wir wissen jetzt, wie man Tiere pflegt. Ich würde dann jetzt hier aber für heute Feierabend machen. Ich will doch das hier absammeln. Rübensamen. Oh, wer bist du denn? Die Tierhändlerin. Hallöchen, ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu in Kalison? Ich wollte eigentlich gerade Feierabend machen. Na dann, war schön, dich zu treffen. Ich pflege und schütze viele verschiedene Tiere im Dorf. Aber ich habe Probleme, genug Futter für die Tiere zu bekommen, die ich kürzlich aufgenommen habe. Ich wollte Benny fragen, ob er sein Futter mit mir teilen kann, aber seine Kühe sind krank und es scheint eine harte Zeit für ihn zu sein. Ich bin wirklich in der Klemme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wirklich? Du hilfst mir? Bist du sicher? Das ist toll zu hören. Na gut, könntest du mir 4 Kartoffeln bringen? Vielen Dank, ich werde im Gebäude mit dem Tierschutz sein. Ich werde dort sein zwischen 8 und 21 Uhr. Wenn du kommst, was ich brauche, dann kannst du es mir bringen. Vielen Dank nochmal. Ich schätze es sehr. Ja, jetzt kann ich mir Aufträge ansehen. Ich will jetzt aber wirklich... Ich speichere jetzt hier. Und sage dann hier für heute Schluss. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was rausgekattet. Obwohl, ich war mir ja eh nicht sicher, wie lange ich die Folgen halten will. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß mit der heutigen Episode hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!